Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich gerne meine Eindrücke in 5 Jahren mittlerweile Nutzung des Olympus 40 bis 150 mm Pro Objektivs schildern. 5 Jahre, fast 30.000 Bilder habe ich gerade nachgeschaut, hat das Objektiv jetzt schon hinter sich. Und das ist einfach Zeit, dir mal kurz meine Pro- und Kontrapunkte zu dem Objektiv und meine Erfahrung zu dem Objektiv zu vermitteln. Der Olympus Pro steht für gute Bildqualität, steht für konstante Blende, steht für Wetterfestigkeit, steht für nicht nur Bildqualität, sondern auch Qualität des Objektivs. Und wenn wir bei der Qualität vom Objektiv sind, also von der Konstruktion des Objektivs, dann ist das ja eines der robustesten Objektive, das ich je kennenlernen durfte. Es ist auf dieses Objektiv sogar ein Fohlen drauf gestanden und das war kein Problem dafür. Das hat irgendwo einen kleinen Kratzer, aber ansonsten ist es absolut wie ein Panzer, kann man sagen, letztendlich gebaut. Also da braucht man sich keinerlei Sorgen machen, dass das irgendwie kaputt geht. Ich habe gehört, dass diese ausziehbare Sonnenblende hier, die kann man einfach dann so einfahren wieder, was ich eigentlich sehr praktisch finde, dass die so ein bisschen problematisch sein kann, war bei mir selbst jetzt nicht der Fall. Habe ich es irgendwie besonders pfleglich behandelt oder was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich damit überhaupt keine Probleme. Also auch das funktioniert bei mir wie am ersten Tag. Bei dem Teil ist noch ein extra Adapter dabei, um es eben auf ein Stativ zu machen. Also ein Stativfuß, den man hier in der Mitte ungefähr anbringen kann. Sie hat den typischen Knopf von Olympus Pro Objektiven, also einen Funktionsknopf. Und es hat auch praktischerweise, wie die ganzen anderen Pro Objektive, den Fokusring, den man zurückziehen kann und dann eben direkt auf manuellen Fokus auch umschaltet. Also das ist ein, ja, man kann sagen, klar, ein professionelles Objektiv. Und was mir an dem besonders gut gefällt, möchte ich nochmal kurz in Kürze zusammenfassen. Also einmal dieses Thema Fokusring natürlich. Und wenn wir schon beim Fokus sind, dann ist auch der Autofokus von diesem Objektiv sehr, sehr gut, also sehr schnell, sehr treffsicher. Ich habe damit überhaupt keine Probleme gehabt, auch Actionfotografie zu machen, Vögel im Flug oder irgendwelche Tiere, alles möglich. Ich habe auch damit schon sehr, sehr viele Events geschossen, also zum Beispiel Jogger-Events oder irgendwelche Leichtathletik-Events, wo man dann eben sehr, sehr gut auch die ganzen Sportler abbilden kann mit dem Objektiv. Wie gesagt, treffsicher in so gut wie jeder Situation. Ich hatte überhaupt keine Probleme damit, den Fokus immer zu treffen. Ansonsten ist es auch praktischerweise innen fokussiert und auch innen zoomend. Das heißt, dieses Objektiv tut sich nicht irgendwie verändern, also nicht irgendwie vorne ausfahren oder sowas. Das heißt, das ist auch sehr, sehr praktisch und trägt natürlich zur Wetterfestigkeit bei. Es ist ein professionelles Objektiv, das kann problemlos Staub, Spritzwasser abbekommen. An der Olympus EM1 Mark II und auch früher an der EM1 Mark I ist das Teil bei mir schon häufig nass geworden, ohne irgendwelche Probleme. Das Einzige, was ich danach mache, ist das ein bisschen abtrocknen, abputzen. Und wenn es natürlich staubig ist, das Ganze, bevor ich das Objektiv von der Kamera wegnehme, eben auch ein bisschen abstauben, weil nicht, dass irgendwie Staub auf den Sensor kommt oder innen rein. Das wäre natürlich problematisch, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also da muss man sich auch keinerlei Sorgen machen. Es gibt für das Objektiv noch einen extra Konverter, der 1,4-fach. Das heißt, man kommt dann auf ein 56 bis 210 Blende 4. Beim Konverternutzung kommt so der einzige kleine Nachteil von dem Objektiv zum Tragen. Und zwar ist es meiner Meinung nach das Bokeh, das zwar sehr, sehr schön sein kann, aber in unruhigeren Situationen, gerade mit Konverter, der verstärkt das Problem noch, kann es nicht so schön aussehen. Hat man teilweise so Doppelkonturen. Ich habe hier so ein kurzes Pflanzenbild
von der Blüte, das sieht man so ein bisschen im Hintergrund, was ich meine. Es ist nicht, es ist einfach keine Festbrennweite und es ist auch nicht auf Bouquet optimiert, sondern ganz klar auf sehr, sehr gute Schärfe und das bringt es auf jeden Fall. Also die Schärfe von dem Objektiv ist durch den gesamten Zoombereich ab Offenblende sehr, sehr gut und auch von der Mitte bis in die Kanten von dem Bild ist alles scharf. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Objektiv. Es hat damals, glaube ich, 1250 Euro mich gekostet, als ich gekauft habe, mit Konverter zusammen. Wow. Und das habe ich nie bereut, die Investition. Also ein teures Objektiv, es ist nicht zu teuer meiner Ansicht nach. Es ist ein sehr, sehr gutes Objektiv, auch für Landschaftsaufnahmen. Also nicht nur, es muss nicht Action sein oder Sport oder Tiere, sondern kann auch schön Landschaftsaufnahmen machen. Man kann sich Objekte schön rauspicken, also einfach mit dem Zoom drauf gehen, irgendwas schön ein bisschen von der Landschaft, also abheben quasi, auf das Objekt fokussieren und so weiter. Also das, ja, zusammenfassend kann man sagen, ist das Objektiv ein sehr, sehr guter Allrounder. Es ist natürlich so, es ist relativ groß, es ist auch nicht gerade leicht, wobei für das Gebotene ist es definitiv auch kein schweres oder ja, irgendwie unhandliches Objektiv. Also ich bin absolut überzeugt von dem Teil. Ich kann es dir sehr, sehr wärmstens empfehlen. Schau dir das Teil an. Wenn du ein Objektiv suchst in der Zoom-Reichweite, ist das hier absolut unschlagbar. Würde ich sofort wieder kaufen. Das Einzige, was natürlich praktisch wäre, wenn es auch noch Bildstabilisator hätte, also wenn es mal irgendwann eine Version 2 von rausbringen, glaube ich allerdings nicht. Allerdings sind die Bildstabilisatoren von Olympus und Panasonic ja so gut, dass bis 150 mm eigentlich kein Problem ist. Also man kann hier sehr, sehr lange auch belichten, ohne dass das Objektiv selber nochmal einen Bildstabilisator hätte. Gut, das waren in Kürze meine Gedanken zum Olympus 40 bis 150 2,8 pro Objektiv. Ich denke mal, viele meiner Zuschauer haben das Objektiv auch, also gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich verlinke dir das Objektiv auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und auch einige andere Objektive, die ich so für Micro Four Thirds empfehle, habe ich einfach mal in die Liste mit unten reingepackt. Also schau mal rein. Würde mich freuen, wenn du dir das Ganze mal anschaust. Und ansonsten freue ich mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.